Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Suko von BIMER24. Ich stelle heute mal für den Business- und Schulbereich zwei Geräte vor. Einmal eine Mini-Dokumentenkamera und einen LED-DLP-Beamer mit Full-HD-Auflösung und eingebautem Akku. Die Lichtquelle, also die LED-Lichtquelle, hält bis zu 30.000 Stunden. Fange ich an mit der Kamera. Die Kamera ist ausfaltbar mit einer eingebauten Lampe und Kamera, ausgestattet mit HDMI-Eingängen und am Gerät steuerbar alle Funktionen, die wichtig sind. So, ich werde das Ganze jetzt zusammenbauen und verbinden mit dem Projektor, mit einem HDMI-Kabel. Nochmal zu der Kamera. Die Kamera, die hat 13 Megapixel und bietet dann hinterher Full HD, genauso wie der Beamer auch. So, ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet. Zuerst werde ich jetzt den Beamer mit dem Strom versorgen. Gleich natürlich auch mit der Kamera. Dann nehme ich jetzt hier bei dem Beamer HDMI 1 und nehme hier den Out. Also ich habe hier auch für einen Kontrollmonitor noch einen Ausgang für HDMI, also da könnte ich jetzt auch genauso gut einen Bildschirm anschließen zur Kontrolle. Ich schalte die Kamera jetzt mal ein. So, ich starte jetzt mal den Beamer bei dem Projektor. Ich stelle den jetzt mal hier hin, dass man das mal sieht. So, das Ganze funktioniert jetzt mittlerweile. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Ja, man sieht jetzt schon hier das Blatt an der Dokumentenkamera, das habe ich extra vorbereitet, mit sinnlosem Text. Die Bildausgabe des Projektors, das Signal kommt jetzt hier live aus der Dokumentenkamera. Und jetzt ist diese Nahaufnahme auch absolut scharf. Ich kann das noch weiter beizoomen. Und drücke wieder Autofokus. Und das Ganze ist jetzt wieder scharf. So, jetzt zoome ich wieder aus dem Blatt raus auf die größte Einstellung und stelle das Ganze wieder scharf. Ja, man sieht, dass das Ganze doch sehr brauchbar ist, also die Qualität ist nicht schlecht. Und ich kann jetzt hier, das zeige ich dann später auch nochmal, das ist jetzt relativ schwierig darzustellen. Ich kann also hier praktisch am Drehrädchen direkt an der Kamera das Blatt drehen. Kommen wir nochmal zur Bedienung. Also hier sind die Tasten. Hier um das Licht ein- und auszuschalten, hier um die Kamera ein- und auszuschalten, hier um die Quelle zu wechseln von HDMI VGA. Dann habe ich hier praktisch Einstellmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier, so, man kann hier eine SD-Karte reinstecken oder man kann über den USB-Port die Kamera an den PC anschließen.